Die Pokémon-Liga muss leider noch warten, denn ein legendäres Pokémon kann meine Ankunft kaum erwarten. Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Yoshis, zu einem weiteren Part Pokémon So Silver Edition. Ja, wir sind hier wieder an der Strudelinsel angekommen. Und ich muss zugeben, diesen Part nehme ich jetzt das zweite Mal auf, weil ich beim ersten Mal den Weg einfach partout nicht gefunden habe. Und ich sage euch ganz offen und ehrlich, ich gebe es zu, ich habe nach einer Komplettlösung gesucht. Ich musste jetzt erstmal wissen, wo genau muss ich hin? Welche Insel muss ich als erstes betreten? Und genau deswegen bin ich jetzt hier, ihr Lieben. Ich muss jetzt einen Weg finden. Ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Hat man mir jedenfalls immer beigebracht. So, das heißt, ich muss jetzt als erstes Richtung Oliviana City, damit ich erstmal wieder weiß, welche Insel welche ist. So, Route 40. Okay, das heißt also, hier sollte der Eingang sein. Genau hier. Zumindest war es laut der Komplettlösung so. Ob wir richtig liegen oder nicht, werden wir gleich sehen, wenn das Licht angeht. Ich hoffe bitte, dass es der richtige Weg ist, weil nochmal so eine Irrfahrt habe ich echt keine Lust. Ich muss euch wirklich sagen, ich habe über 30 Minuten gesucht und das wollte ich euch nun wirklich nicht antun. Also ich habe wirklich den Part am Ende abgebrochen und gesagt, das nehme ich lieber nochmal neu auf. Ich weiß, das hätte man natürlich lustig gefunden, aber wir haben jetzt so viele Parts schon, dass ich mir dachte, nee, das lassen wir mal lieber. Also lasst uns hoffen, dass es diesmal der richtige Weg ist. Und ob wir hier gleich richtig sind oder nicht, sehen wir, wenn das Licht angeht. So, erstmal brauchen wir wieder einen Topschutz, weil ich habe nämlich keinen Bock, hier gleich von tausenden Pokémon wieder aufgehalten zu werden. Wäre nämlich nicht so cool. So, und ja, ich habe massenweise Topschutz bei dem letzten Part verballert. Deswegen gut, dass ich nach jedem Part immer speichere. Ich weiß schon, warum. Ich weiß schon, warum. So, Sunny, einmal bitte den Blitz. Dann wollen wir mal gucken. Sind wir jetzt hier an der richtigen Stelle? Also, es sieht schon mal richtig aus. Auf die Items verzichte ich jetzt. So, jetzt sollten wir hier lang. Okay, es sieht schon mal richtig aus. Auf jeden Fall schon mal richtiger als das andere. So, müssen wir jetzt nach unten oder nicht? Ich denke mal schon. Gucken wir mal, was uns hier unten erwartet. Es sieht schon mal richtig aus. So, Top-Beleber. Sehr schön, nehmen wir mit. Es sieht schon mal besser aus als das, was ich vorhin hatte. Okay, der Typ will mich da wahrscheinlich nicht durchlassen. Hello? Aber das ist doch... Der Silberflügel. Wunderbar, du hast ihn gefunden. Hier, du darfst passieren. Achso, nur dann darf ich hier vorbei. Das ist aber nett. Hier geht es ziemlich tief abwärts, habe ich das mal erwähnt? Gucken wir erstmal, was uns hier in dieser Höhle erwartet. Wow. Guckt euch diesen majestätischen Wasserfall an. Ist er nicht schön? Und ein weiterer Sonderbonbon. Nice. Schade, dass man da nicht schon runtergucken kann. Also ihr Lieben, wir sind auf der Spur. Lugia, wir kommen! Ob ich das Pokémon fangen werde oder nicht, das wird sich natürlich noch entscheiden. Den Schutz nehmen wir doch definitiv mit. So. Du, aber hier unten scheint es uns nichts zu geben. Oha, massig Strudel. Dann wollen wir mal gucken. Strudelinsel, wir scheinen hier richtig zu sein. Dies ist der Ort, an dem wir mit Lugia in Kontakt treten werden. Wenn sich hier der Klang des Tanzes, den wir täglich proben, mit dem eurer Gischglocke überlagert, wird Lugia aus seinem Schlaf tief am Grund des Wasserfalls erwachen und sich von uns erblicken lassen. Okay, dann wollen wir mal gucken. Guckt euch das an. Sie tobt. Eine gleißende Aura. Erfüllt die Strudelinsel. Oh mein Gott, ein Erdbeben! Apokalypse! Oh oh, da guckt aber jemand ziemlich böse aus der Wäsche.
guckt es euch an. Wie majestätisch. Logia erscheint. Was ihr vor euch seht, ist Logia. Seit Urzeiten erzählt man sich hier von ihm, dem Schutzpatron der Meere. Schon viele vor euch haben sich daran versucht, das Gleiche zu erreichen. Doch alle scheiterten sie kläglich. Drake, ihr hattet endlich Erfolg damit, weil euer Herz mit der Kischglocke im Einklang stand. Seht nur, Drake. Logia scheint darauf, dass jemand wie ihr in Erscheinung tritt, gewartet zu haben? Ich will aber nicht. Ich bin da mal weg. Haha, ich könnte sogar abhauen. Nützt mir nur leider nichts, weil Lyra mich daran hindert, Richtung Kanto zu reisen. Also, ihr Lieben, stellen wir uns Logia. Stellen wir uns Logia. Ich kann nicht hinsehen, das kann nur schief gehen. Und da ist er, der Wächter der Meere. Logia! Das legendäre Pokémon der silbernen Edition. Mein absoluter Favorit. So, dann wollen wir gleich mal gucken. Haben wir Glück, wird der Flottball seinen Dienst tun. Wird er Logia einsperren. Komm schon, bleib drin. Bleib drin. Bleib drin. Ich will nicht gegen dich kämpfen müssen. Komm schon. Ach nö. Nein, Logia ist entkommen. So ein Scheiß. Okay, das war Regentanz. Ein Versuch riskiere ich noch. Ich meine, der Flottball wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Aber wir können ja mal hoffen. Nee, okay, der Ball ist hinüber. Oh oh. Gecko, bitte halte durch. Lass dich jetzt nicht von der Attacke kaputt machen. Oh Gott sei Dank. So. Okay, es hat schon mal dafür gesorgt, dass Donner zum Beispiel immer treffen würde. Versuchen wir es erstmal mit Finte. Sehr schön. Sondersensor hat zum Glück keine Wirkung auf Gecko-Line. Gott sei Dank. Ich müsste das Vieh am besten einfrieren. Nimm mir noch den Spukball hinterher. Mal gucken, was ich mit Geheimpower anrichten kann. Vielleicht kann ich es ja mit irgendeinem Statuswert versehen. Das wäre jetzt sehr nice. So Schlaf wäre ganz interessant. Okay, das Vieh kann Hydropumpe. Das könnte gefährlich werden. Komm schon. Paralyse. Irgendwas. Solange es nicht gerade unbedingt Verwirrung ist. Aber Paralyse wäre jetzt sehr nice. Oder Schlafen. Schlafen wäre sehr toll. Dann schläft es wenigstens. Dann müssen wir mit Finte weitermachen. Oh wei. Leute, ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl, was Logia betrifft. So. Ich muss es jetzt riskieren. Ich muss es riskieren. Versuchen wir mal einen Eiszahn. Wenn es jetzt natürlich gefroren wird, dann... oder einfriert. Das wäre jetzt natürlich... Ich meine, gut, das ist jetzt letztendlich das Gleiche. Aber trotzdem, wie nice wäre das? Okay, sehr schön. Du stehst die Attacke schon mal. Oh, oh, nee, die wirst du nicht überstehen. Die wird wehtun. Nein, Drago ist hinüber. Scheiße. So, wen schicken wir denn jetzt? Das Ding ist, wenn ich mit Sunny angreife, ist das Vieh hinüber. Ich meine, gut, es wird schon riskant sein, mit Easy anzugreifen, aber wir probieren's. Wir probieren's. Easy, mach es nicht kaputt. Auch wenn es riskant ist. Logia, nein! Scheiße, ich hab's verbockt. Verdammt. Oh, ich hab's verbockt, so eine Scheiße. Verdammt und zugenäht.
Warte mal, Lugia. Achso, Lugia. Man kann Lugia also hier nochmal treffen. Gut, Kimono-Girls sind weg. Aber Lugia ist nicht mehr da. Okay, das heißt, wir werden später nochmal herkommen. Vielleicht haben wir dann das Glück, dass wir Lugia dann doch gefangen kriegen. Okay, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich meine, gut, davon abgesehen, dass ich eigentlich gar nicht hierher wollte. Ich wusste schon, warum. So eine Scheiße. Und ich habe jetzt natürlich kein Fluchtseil, richtig? Als ob ich jetzt kein Fluchtseil habe. Scheiße. Ich habe wirklich kein Fluchtseil. Na gut, dann muss ich den Weg selber laufen. Ah, ist das ärgerlich. Ich habe Lugia gekillt. Easy, was hast du getan? Ich meine, gut, ich hätte vielleicht nicht unbedingt mit der Dingsenattacke angreifen sollen. Aber ich konnte ja auch nicht ahnen, dass das so derbst in die Hose geht. Also nee, da war nun das Aussichtsplateau. Aber ein Vorteil hat es. Wir können jetzt Richtung Kanto reisen. Auch wenn das nur ein schwacher Trost ist. Das schöne Lugia, ich hab's kaputt gemacht. Was bin ich nur für ein Monster? Ich meine, gut, für gewöhnlich speichert man ja vorher und versucht's dann nochmal. Aber bei mir ist es so, in einem Let's Play, entweder fange ich die Pokémon oder ich fange sie nicht. Was willst du schon wieder? Mir irgendeinen Knopf an der... Tanja, ich hatte gerade, da dachte ich noch, du bist gar nicht Tanja. Ach ja, du hast dich verwählt und jetzt quatsch mich nicht voll. Ich bin sauer. Ich habe Lugia geopfert. Warum? Achso, da haben wir ein Fluchtseil. Das ist nice. Verlassen wir diesen Ort der Schande. Verlassen wir ihn. Das war peinlich. Das war wirklich, wirklich peinlich. Ich meine, das letzte Mal, ich meine, ihr könnt euch erinnern, Pokémon Feuerrot, für diejenigen, die sich das Let's Play damals angeguckt haben, es ist ja schon ganz alt, weil ich dann denke, es ist von 2016 noch. Ja, ihr Lieben. Aber, nichtsdestotrotz, erinnert ihr euch noch an Zapdos? Das arme, unschuldige Zapdos? Ja, der gute Dadoschen, mein treues Nidoking, hat am Ende ganz schön scheiße gebaut. Aber eins muss man sagen, es war nice anzusehen. So, verlassen wir diesen Ort. Wir können später nochmal hierher zurückkommen. Wenn ich dann den speziellen Part dann mache mit den legendären Pokémon, dann lohnt es sich wenigstens hierher zu kommen. So, willkommen zurück in Odiviana City und ich würde sagen, wir holen unseren Demon zurück, der ganz traurig in seiner Box vergammelt. Das können wir ja nicht länger zulassen. Armes Mini-Demönchen, einfach ausgesetzt. Hallo Mini-Demon, ich hoffe, du hast mich vermisst. Ich dich nämlich auf jeden Fall. Demon wäre jetzt nämlich eine super... Ja gut, okay, Sondersensor wäre vielleicht Demons Tod gewesen. Nein, ich glaube, das lassen wir lieber. Ach ja, was für eine Blamage. Egal. Nächster Halt. Pokémon-Liga. Ich werde sehr um Lugia trauern. Ich werde sehr um Lugia trauern. Ich wollte dich ja sowieso nicht fangen. So kann man seinen Schmerz auch verdrängen. Ja, Leute, wenn schon peinlich, dann richtig. Egal. Los geht's! Endlich auf zu neuen Ufern! Der Schutz wirkt nicht mehr. Ja, da kenne ich ein Mittel gegen. Wir holen uns einfach neuen Schutz. Ohohoho. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock auf wilde Pokémon. So, ihr Lieben, seid ihr bereit? Auf geht's Richtung Top 4! Wenn wir schon Lugia nicht kriegen, holen wir uns halt den Titel des Champions. Hey! Was willst du denn? Soll ich dir was sagen? Du hast eben den ersten Schritt in Richtung Kanto getan. Wirf mal einen Blick auf deine Karte. Ach, wirklich? Vergrößern wir doch mal. Tatsache, Leute!
Wir sind in Kanto! Yay, unsere ersten Schritte in Kanto! Yay, Hype! Okay, ich höre schon auf, ich weiß. So, ich will mich mal hier ein bisschen umschauen, weil ich meine, dass es hier noch ein paar TMs gab, die man hier unterwegs finden konnte. Und die suchen wir uns jetzt natürlich. Hier zum Beispiel. Okay, es war nur ein Sonderbonbon. Okay, Sonderbonbon ist in Ordnung. Kann man gebrauchen, muss man aber nicht. Du, also wer ist jetzt eigentlich noch vorne von euch? Unser Mini-Dämönchen sollte mal nach vorne gehen. So, Gecko, dein Item nehme ich dir jetzt erstmal wieder weg. Das bekommt jetzt das kleine Mini-Dämönchen. Der ist ja ganz traurig gewesen, dass er hier die ganze Zeit in der Box vergammeln durfte. Deswegen bekommt er jetzt das Münzamulett. Damit er uns ordentlich Geld bringen kann. Ja, Bling Bling Demon. So, da kommen wir nicht lang. Du. Tojo-Fälle. Du. Schauen wir uns doch mal hier um. Lala. So viel Wasser. Da geht mir doch glatt das Herz auf. Ein riesiger Wasserfall. Möchtest du Kaskade einsetzen? Aber sicher. Los, Drago. Erklimme den Wasserfall. Nice. Und abwärts. Aber hier ist, da lag noch ein Item und ich will wissen, was das für ein Item ist. Nee, dafür schmeiß ich jetzt keinen Schutz. Hätte ich's doch mal besser getan. Was haben wir denn hier? Ein Zubelbad. Wie gruselig. Guck mal, ich habe ein X-Bad. Entwickel dich gefälligst, blödes Vieh. Bevor du mir hier auf den Keks gehst. So, was ist hier für eine Attacke? Nee, ein Mondstein. Okay. Moment mal, ist das eine Höhle? Was zum Teufel ist das für ein Ort? Ein großer Felsen. Das Radio gibt kein... Ach ja, genau! Leute, das ist hier ein ganz spezielles Event. Ich weiß nicht, ob ich das euch zeigen kann. Verdammt! Da war was. Ja, genau. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, dass ich dies euch zeigen kann. Das wird nur leider nicht auf normalen Wege funktionieren. Das heißt, ich werde leider ein paar Cheats auspacken müssen, um das zu machen. Aber das machen wir ganz, ganz zum Schluss, ihr Lieben. Ich habe euch ja versprochen, dass ich gucken will, dass ich euch ein paar Events zeigen kann, die man unter normalen Umständen leider nicht machen kann. Wenn ich das hinkriege, ihr Lieben, wenn ich das auf die Reihe kriege, verspreche ich euch, zeige ich euch diese Events. Dann zeige ich sie euch. Aber ich möchte nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Na, also wir werden gucken, wenn es machbar ist, zeige ich euch diese ganzen Events. Und wenn nicht, ja, dann ist es halt Shit Happens. Stimmt, die Tojo... Diese Höhle kann ich mich gar nicht erinnern. War die im Original auch da? Ich glaube nicht, oder? So, Kuckuck. Huch, hier kommen aber nur selten Menschen vorbei. Bist du hier auf Layout-Wanderreise? Ja, so ungefähr, kann man so sagen. Dam, dam. Astrainer Maya möchte kämpfen und sie kommt mit einem Bisasam. Perfekter Gegner für unseren Demon. Der kann es ja kaum erwarten. Flügelschlag. Ah, nur ein totes Pflanzen-Pokémon ist ein gutes Pflanzen-Pokémon. Oh, hat sie jetzt sogar... Alter, die hat sogar einen Bisaflor. Ich bin ja begeistert. Was ist denn hier los? Jetzt fahren sie mal endlich die richtigen Pokémon auf. Wurde ja auch mal Zeit. Das wurde ja auch mal Zeit hier. Nee, deine Ekelsamen kannst du behalten. Als ob das jetzt daneben ging. Demon! Also bitte, das ist so eine große Blume, die kannst du nicht verfehlen. Demon, ich bin entsetzt. So. Geht doch. Bitte One-Hit. Nice. Demon, ich bin stolz auf dich. Demon ist endlich erwachsen geworden. Mein kleines Mini-Dämönchen. Ich meine, der haut sogar einen Bisaflor um. Ist das nicht krass oder was? Ja, ja, mein Mini-Dämönchen, der weiß, was zu tun ist. Und tschüss.
Und er erreicht auch gleich sein Level 37. Wie nice. Sehr schön. Oh, du bist wirklich auf Zack. Ja, kannst du mal sehen. So, was ist denn das hier für ein Häuschen? Was gibt's denn hier drin zu entdecken? Hello. Oh, wohin bist du denn mit deinen Pokémon denn unterwegs? Ist deine Verbindung zu ihnen stark genug, dass du dir zutraust, in der Pokémon-Liga zu siegen? Lass sie mich doch mal sehen. Oh, deine Pokémon vertrauen dir wirklich. Ich freue mich immer, wenn ich einen guten Trainer begegne. Hier ein kleines Abschiedsgeschenk. Nimm nur. Das war, glaube ich, Sandsturm im Original. Ich glaube, hier ist es auch, oder? Ja, dachte ich mir. Sandsturm. Sie fügt beiden Kämpfern Schaden zu, aber bei Pokémon von Typ Gestein, Boden oder Stahl bleiben von ihr unberührt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, den Schaden durch sie zu vermeiden. Aber naja, darüber kannst du dir ruhig selbst den Kopf zerbrechen. Ja, wieso kriege ich hier eigentlich nur die ganzen Scheißattacken, die doch eh keine Sau haben will? Ich meine, ich selber setze sie nicht ein, aber es liegt auch daran, dass es nicht zu meiner Strategie passt. Ne? Ich kann jetzt natürlich ein paar Leute schimpfen hören. Oh, Drake, wie kannst du die Attacke nur so runtermachen? Ich habe vergessen, den Schutz zu setzen, richtig? Ii, eine Ratte des Meeres! Ii, pfui! Pfui, pfui, pfui! Weg mit dir! Dich will hier keiner sehen. Kuckuck! Du siehst sehr stark aus. Ich will gegen dich kämpfen. Ja, kannst du machen. Dann machen wir das doch glatt mal. So, Ass-Trainer Ed möchte kämpfen. Oh, er packt Magneton gleich aus. Sorry, Mini-Dimönchen, aber das ist kein Kampf für dich. Ich glaube, du wechselst mal besser mit Easy. Du, 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 du. Das ist eher ein Fall für unsere gute Crazy Lou. Boah, das ist auch so ein ekliger Ton. Oh, könnt ihr euch noch an der ersten und der zweiten Generation erinnern? Kreideschrei? Der Ton? Oh, widerlich, oder? Also, ich hab ihn gehasst, sag ich ganz offen und ehrlich. Das war einer der Töne, die ich echt nicht abkonnte. So, aber egal. Magneton ist besiegt. So, Moorlord. Ja gut, jetzt werden Pflanzen-Pokémon ganz praktisch, ne? Ja, oh mein Gott, Drake hat's gesagt. Ein Pflanzen-Pokémon. Dann würde ich sagen... Warte mal, wen schicken wir denn jetzt? Wir probieren es mal mit PK. PK hat ja schließlich jetzt Psychokinese erlernt. Sprich, PK ist mächtig. Ja, PK ist sehr mächtig geworden. Mächtig geworden er ist. Das war Psystrahl, nicht Psychokinese. Moorlord ist aber auch so ein geiles Pokémon. Das hätte ich auch selber gerne. Yo, Honolulu, da gibt's gleich erstmal den Erdbeben. Oha, 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 oha. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Psychokinese! Allein deswegen fand ich Moorlord toll. Wasserboden, so eine tolle Typ-Kombi. Ein Owaiowaiowai. Ob das wohl später ein Alola Kokowai wird? Dann hätte ich dich nämlich dem guten Drago zum Fraß vorgeworfen. Du willst doch nicht etwa mit Solarstrahl angreifen? Doch, ich fürchte schon. Dann nehmen wir nochmal die Stärke. Zerbrechen wir das Eieiei. Scheiße, es hat's überlebt. Oh Gott, hell! Hell! Oh, Sonne! Des Gamers Feind! So, setzen wir noch eine Gewissheit oben drauf und tschüss. Jetzt haben wir die Gewissheit, dass es tot ist. Und Ed wurde besiegt. Und hat dazu nichts mehr zu sagen. So. Gut, dass ich ja noch so viele Tränke übrig habe. Jetzt können wir nämlich die Tränke auch nach Herzenslust benutzen. So, aber hier... Dann war das hier die Stelle. Dann war das hier die Stelle. Ich sehe gerade, ich gehe schon wieder in die Überlänge. Das gucken wir uns jetzt noch eben schnell zusammen an und dann werde ich den Part auch mal langsam aber sicher beenden. Ich will nur wissen, ob meine Theorie richtig war und ob ich mich richtig
Scheiße, da brauche ich Whirlpool für. Ernsthaft jetzt? Und hier bräuchte ich auch nochmal Whirlpool. Scheiße. Oh, ist das jetzt ärgerlich? Warte mal, was konntest du nochmal verattacken, Drago? Keine Attacken, die ich dir wieder beibringen konnte, ne? Ja gut, Schlitzer könnte ich mit einer Herzschuppe wieder beibringen. Mache ich zwar ungerne, aber fürs Erste muss ich das machen. Gut, dass ich die Herzschuppen habe, das heißt, ich kann ihm das notfalls nochmal beibringen. Ich meine, meine Attackenliste wird sich eh nochmal ändern. Aber ich habe jetzt keine Lust, nur wegen Garados zurückzugehen. Na. Außerdem kann ich Garados hier, glaube ich, nicht austauschen. Also nimm wir Whirlpool. Tut mir zwar irgendwo in der Seele weh, aber das muss jetzt halt sein. Somit ist Drago gerade ein reines VM-Pokémon. Das ist grausam. Das ist ein sehr grausames Schicksal für unseren Drago. Aber egal. Ich will die Items haben. Dü-dü-dü. So. Allerdings, Leute, was sich hinter den Whirlpool versteckt, werden wir erst im nächsten Part herausfinden. Also, aus Däumchen gedrückt, Kommentar hinterlassen, abonnieren nicht zu vergessen, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Part, euer Drake.